Hallo liebe Spielenden, hier ist wieder Gary und Metatron mit einem neuen Livestream zu Lost Ark. Heute sind wir auf dem Weg nach El Glacia, dem neuen Kontinent, und dafür müssen wir ein paar Quests erledigen. Und dafür sind wir auch auf einer Insel hier, Isteri. Dort geht eine Quest los oder ist eine Quest, die wir von vielen, vielen anderen erledigen müssen, damit wir überhaupt auf den neuen Kontinent dürfen. Und ich würde sagen, ich erkläre euch kurz, wo wir dran sind, und dann machen wir auch zügig hier weiter. Und zwar, ihr seht hier unten die Südseeinsel. Untersucht das Brett am Eingang zum Dorf. Ja, das hört sich alles ziemlich einfach an. Es ist so, wir haben ja in Lutera, nee, in Vern eine Quest bekommen und müssen jetzt uns vorarbeiten. Von diesem Tor zum Paradies öffnet sich, kommen wir dann irgendwann nach El Glacia. Aber bis wir dahin kommen, müssen wir noch andere Quests erledigen. Die kriegen wir alle hier, ja, auf diesem Hauptplatz in Vern. Aber bis man die bekommt, muss man hier laut F5 einige andere Quests erledigen. Ihr seht hier was alles. Ja, das ist die Hauptstoryline. Aber ab hier, so das Tor zum Paradies öffnet sich, muss man noch diese Quest, die drei hier unten, erledigen. Und um diese zu bekommen, diese blau schimmernde Klinge, muss man auch wiederum eine Quest vorher erledigen. Das heißt, ich bin gerade auf dem Ziel hier zu dieser Quest, die ihr hier seht. Danach kommt die Tabula Rasa. Und dann erst kommt das Tor zum Paradies öffnet sich. Das ist dann die Vorgeschichte für El Glacia. Also ihr seht schon, ja, hier oben, die sind fast alle fertig. Hier bin ich bei der blau schimmernden Klinge. Und dann sind wir auch bald einen Schritt weiter. Aber, ja, sind einige Vorgaben, bis man auf den neuen Kontinent darf. Weil es geht ja um die siebte Arche, ne? Vielleicht gibt es den da. Und dafür müssen wir ein bisschen was erledigen. So, die Südseeinsel an sich. Ich habe eine kleine Insel im Meer vor Südvern gefunden, auf der friedliche Leute in einem kleinen Fischerdorf leben. Ich sollte mich nach Cardan umhören. So, für Cardan waren wir jetzt schon in Yorn und in anderen Gebieten, suchen den überall. Wir waren schon in Lutera und so weiter und so fort. Cardan ist wohl sowas wie Ninive, die kennt ihr vielleicht, oder Beatrice, so engelmäßig, oder auf jeden Fall ein super starker Kämpfer. Und den suchen wir die ganze Zeit, ja, der ist irgendwo, und der letzte Hinweis war, er wäre hier auf dieser Insel. So, Isteri, das ist die Insel, und wie jede andere Insel auch, muss man natürlich immer gucken, gibt es da jetzt irgendwelche Mokoko-Samen, gibt es da irgendwelche Quests und so weiter und so fort. Wenn ihr Fragen habt zu Lost Ark oder einen Guide braucht, ja, oder eine Map braucht, wo alles drauf zu sehen ist, sagt Bescheid. Es gibt natürlich dafür Guides für jede Insel. Und zum Beispiel auch hier auf der Insel gibt es ein Herz der Insel, ja. Also erhaltet durch 21-maliges Erfüllen der Aufgaben der Insel, ja. Also hier sind Aufgaben auf der Insel, die muss man 21 Mal erfüllen. Und dann erst kriegt man das Herz der Insel. Ich muss ehrlich sagen, das ist jetzt nicht so mein Ding. Ja, ich werde das wohl nicht machen, 21 Mal. Aber wir gucken mal, was hier so und so los ist. Und ja, dann ist natürlich immer die Frage, gibt es da vielleicht sogar Ruf auf der Insel? Ja, also gibt es hier irgendwo eine Isteri-Insel oder sowas, wo man dann auch noch Ruf für farmen kann und dann dementsprechend tägliche Aufgaben macht. Ja. Aber wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Kram, den es hier so gibt, was tägliche Aufgaben sind, was Dungeons sind, Würfelverließe, Festung oder ja, die Gilde, was die alles so kann, dann sagt Bescheid. Ja, wir haben noch zwei Plätze übrigens in der Gilde. Wenn ihr auf dem Server Asta spielt, in Zentral-Europe, Mitteleuropa, demnächst wird ja auch Europa zusammengelegt. Ja, die hatten da ja zwei verschiedene Cluster, weil zu viele am Anfang waren. Aber jetzt wird es zusammengelegt demnächst. Ja, dann sind wieder alle auf einem Cluster. Und einfach nur den Server Aster suchen. Und dann seid ihr schon richtig. Dort Metatrons Nexus anschließen. Und dann seid ihr einer von 56. Ja, wir haben 54 Mitglieder. Ihr seht, ne, hier die ersten, die man sieht, sind alle so in den letzten
paar Stunden online gewesen, aber es gibt natürlich auch welche, die hier ganz unten zum Beispiel vor 14 Monaten das letzte Mal gespielt haben. Ja, manche haben einfach schon aufgegeben, wollen nicht mehr. Aber es gibt halt auch noch genug, die jetzt doch noch aktiv spielen. So, bei uns gibt es mehr Storyline, ja, also da ist nicht so viel mit Dungeons oder so, aber ne, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, einfach fragen. So, bevor wir jetzt die Story anfangen, seht ihr hier auch mal wieder die ganzen Belohnungen, die es gibt. Ich habe im Moment die Kristallaura aktiviert, weil es gibt immer wieder Belohnungen von Twitch, wo auch die Kristallaura mit aktiviert wird, wenn man Twitch Drops nutzt und Twitch Prime nutzt. Ja, also Amazon Prime mit Twitch. Dann gibt es immer mal wieder so eine Kristallaura, auch für Wartungszeiten gibt es die. Ja, dann kann man also schon wieder das Abo sozusagen 5 Tage nutzen. Das ist halt ganz schön gemacht. Oder hier seht ihr wieder 3 Tage drin. Ja, das ist also Unterhaltsausgleich. Das ist dann, wenn die Wartung ausfällt. Ja, das eine war jetzt, glaube ich, Ehe von Twitch und das hier ist Ehe von der Wartung. Ja, und das ist halt das Coole. Ja, man bekommt immer wieder Belohnungen. Auch die Beziehungskisten sind wichtig, um die ganzen Beziehungen fertig zu kriegen. Und das hier ist was ganz Besonderes. Ja, ein Sommer-Update-Spielergeschenk. Warum wir das jetzt schon wieder kriegen, weiß ich nicht, aber das ist halt das Schöne. Ja, einfach immer mal wieder einloggen und es kommen Belohnungen reingeflogen. So, jetzt gucken wir auch mal gerade. Ne? Also hier haben wir Kristallaura 5 Tage, hier 14 Tage, da wieder 5 Tage. Und auf der nächsten Seite ist auch noch eine. Also es lohnt sich wirklich hier ab und zu mal zu spielen. Dann ein paar Tage hintereinander, damit ihr die Kristallaura nutzen könnt. So, und jetzt gibt es hier so neue Skins. Ja, also hier entweder den Bär oder den Pinguin. Ja, da hatte ich schon einige von. Aber hier die Euromaus vom Europapark. Ne, die hatte ich noch nicht. Und hier vom Chicken McNuggets. Ne, hatte ich auch noch nicht. Und schönen guten Abend, Ganesas. Toll, dass du eingeschaltet hast. Wir sind heute hier auf dem Weg nach Elgazia. So, Katzenfan bin ich nicht so, darum glaube ich nicht, dass ich mir die nehme. Kuh finde ich jetzt ein bisschen zu übertrieben. Den Drachen habe ich schon, das weiß ich. Ja, Lebkuchenmann wäre natürlich auch mal was, oder? Lebkuchenfrau, Lebkuchenmann. Aber wir haben doch kein Weihnachten, da warten wir einfach mal drauf. Aber ich finde die Maus mal ganz süß, ja, die hatte ich noch nicht. Die nehmen wir jetzt einfach mal dazu. So, und dann haben wir ja hier die Kiste. Und da ist noch ein Kaninchen drin. Ja, also auch hier noch Kaninchen-Skin. Ein Glück gibt es mittlerweile eigene Skin-Bereiche im Lager. Ja, da hat man also nicht mehr das Problem, dass da irgendwie alles voll wird, sondern man kann das einfach nutzen. Und ich muss sagen, ich hatte mal ein schwarzes Kaninchen, also ein Real Life. Ne? Darum nehme ich mir natürlich auch das schwarze Kaninchen jetzt. Da passt jetzt nicht so das Weiße. So, sehr schön. Und dann sieht man so aus. Nee, sieht man nicht, weil... Doch, den Kopf seht ihr. Ja, den habe ich nicht ausgeblendet. So, wie schön ist das denn? Ostern ist vorbei und ich habe mein Osterkostüm. Das ist doch mal eine coole Sache. Ich drücke immer die falschen Tasten, weil ich zu lange bei manchen Spielen nicht da war. So, und so sieht es dann aus. Ja, Moment. So sieht's aus. Ja, wenn man da also die Karotten sieht. Ja, ist jetzt nicht so mega, aber wie gesagt, besser als nix. So, und jetzt mache ich das hier wieder aus. So, jetzt sehe ich wieder wie meine Zauberin aus. So, und hier noch das andere Set. Ja, diesen Mausketier. Ja, könnt ihr euch auch vorstellen, wie das aussieht. Das sieht aber ein bisschen cooler aus von der Rüstung her. Ja, ihr habt es gerade gesehen. Oh, man hat sogar mehrere Möglichkeiten hier. Das ist aber eine schwierige Auswahl. In Rot, oh, in Weiß. Einfach so. Mit Schleifchen. Oh, da muss ich mal aber auch nochmal... Nee, ich glaube, ich bleibe bei dem Blau. Ich bin ja Blau-Fan. Oh, Weiß sieht auch nicht schlecht aus. Ja, das ist langweilig. Ach, da wäre auch das andere Kostüm schön. Aber ich nehme mal hier das ganz schicke Blaue. So, zack. Und da gehört natürlich... Er dazu. Ne, ist ja klar. Der ist ganz offiziell. Sehr schön. Ja, und dann sieht man wiederum so aus. Wie crazy, oder? Naja. Schöne Spielerei.
Aber das ist eher was fürs Lager. So, ansonsten seht ihr aber auch hier ein neues Reittier. Ja, auch ein neues Reittier gibt es jetzt als Sommerbelohnung. Oh, geil. Ein Raketenkäfer. Das hat natürlich mal was. Das ist mal was ganz anderes. Was gibt es denn noch Schickes? Ein Tortenkäfer, ein Zuckerkäfer. Okay. Okay, der Grummelkäfer ist relativ langweilig, muss ich ehrlich sagen. Was ist das denn, ein Frechdachskäfer? Ja, der ist ja. Der guckt aber lustig. Was die sich einfallen lassen für verrückte Reittiere. Es ist wirklich Sommer, ne, wie es aussieht. Ja, gucken wir mal den nächsten. Ja, so ein Sombrero-Käfer, okay. Schnorchelkäfer. Das hat natürlich was, weil da auch so ein bisschen Animation drin ist, ne? Bei dem ersten ist ja kein. Doch, da ist auch Animation bei den Raketen. Ah, bis jetzt ist der Raketenkäfer meiner, ne? Also. Ich bin im Moment Raketenkäfer interessiert. Sushi-Käfer. Nee, ich bin kein Sushi-Fan, ehrlich gesagt. Ja, und auch kein Krabben-Fan. Also auch das ist nichts für mich. Und Regenkäfer, gut, das haben wir im Herbst vielleicht wieder. Dann lassen wir den auch mal weg. Also, wir haben eine Entscheidung. Ich nehme den Raketenkäfer. Das ist irgendwie der coolste von allen. So, den können wir dann sofort einlesen. Und dementsprechend haben wir den Käfer parat. So, wenn ihr dann die Kristallaura habt, ne, dann könnt ihr hier euer Pet nehmen, rechte Maustaste und Steuerung drücken. Und dementsprechend habt ihr dann immer eine mobile Bank dabei. Und hier ist irgendwo auch die Skinbank. Hier sind neue Knöpfe, ich weiß es gerade nicht. Ne, Moment, die Skinbank war woanders. Jetzt weiß ich, da, Skinlager da unten. Hat den falschen Knopf erwischt. So, zack, zack. Ach so, man muss, Moment, man muss Alt drücken und rechte Maustaste, dann geht es automatisch darüber. Ihr seht, ja, schon ganz schön viele Skins. Ich habe sogar den Pinguin schon zweimal. Das ist mir gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Aber ne, schöne Kombination von Skins mittlerweile schon. Und das also eine tolle Belohnung für den Sommer. Generell ist natürlich mehr dabei. Ja? Es ist auch wieder eine Karte dabei. Das Schöne hier, man kann sich gezielt die Karte aussuchen, die man braucht. Ja, also hier ist es jetzt so, wenn ihr eine Karte noch nicht habt von den goldenen, ja, habt ihr jetzt die Möglichkeit, die endlich zu kriegen. Und das ist so, wenn ihr das Bild nicht vorgeblendet seht, dann habt ihr die Karte noch nicht. Ja? Also Kakul-Seldon habe ich noch nicht und Prischalla habe ich auch noch nicht. Wenn ich die jetzt nehme, zack, dann habe ich die. So. Kazaros Legionskommandanten, damit habe ich einen Erfolg abgeschlossen. Ja, jetzt habe ich auch hier Preschalla. Zwei Stück habe ich schon von sechs. Ja, das war also eine gute Kiste, weil man konnte sich die goldene Karte genau aussuchen. Ansonsten gibt es natürlich wieder ganz viele andere Belohnungen. Ne? Das ist halt immer das Schöne bei so Geschenktruhen. Da sind so viele coole Sachen drin. Ja, also da kriegt man dann wieder EP für die Karten. Da kriegt man wieder hier, zack, ganz viel Silber, ganz viel Kampfgegenstände. Ganz viel Tränke und so weiter, ne? Und ganz viel Feon zum Auktionshaushandel. Also lohnt sich immer mal wieder einzuloggen. So, die machen wir noch auf und dann haben wir es auch. Das ist eigentlich egal. Ne, Moment hier. Hier müsste ich jetzt eigentlich genau suchen, wen ich brauche. Ja, welche Figur brauche ich noch, um weiter zu. Die Beziehung weiterzubekommen. Ja, da warte ich mal drauf, bis ich die aufmache. Da gehe ich dann zu meinen Beziehungscharakteren und überlege, welche Items die brauchen. Ja, die mache ich erst dann auf, wenn ich vor so einem Charakter stehe. So, und das hier ist die Kiste für die Festung. Wenn ihr Fragen zur Festung habt, einfach auch in den Chat damit. Ah, Mist, Moment. Kann man die gar nicht maximal öffnen? Doch. So. Nee. Doch. So. Okay. Jetzt aber in der Quest weiter nach Elgazia. Also, auf geht's. Wir suchen Kadan. Und da steht irgendwas über den Ort. Willkommen in Isteri. Diese Insel befindet sich in der Nähe von Vern. Wir sind ein friedliches Fischerdorf, in dem alle wie eine große Familie zusammenleben. Besucher, helft uns bitte dabei, den Frieden und die Schönheit unseres Dorfs aufrechtzuerhalten. Keine Kämpfe. Kein Firlefanz und keine Betrügerei. Oberhaupt Daisy. Okay, dann ja, schauen wir doch mal hier rum in dem schönen Dorf. Ist auf jeden Fall.
Hier mit Sonnenblumen. Ein kleines Fischerdorf, ein unbekanntes Gesicht wäre hier wohl aufgefallen. Genau, Kardan wäre hier aufgefallen. Seid ihr schon auf Ergazia? Also... Na sicher. Ich komme dann später zu dir. Okay. Wenn ihr Lost Ark spielt, seid ihr schon auf dem aktuellsten Kontinent. Ich sehe den noch nicht mal hier auf der Map, ne? Also Südvern war ja der vorletzte Kontinent mit 1370. Dann kam hier Rowen mit 1445. Und jetzt ist ja Ergazia-Thema, ne? Mit 1460 muss man vom Item-Level sein. Nur Ergazia sehe ich nicht. Ja? Ich weiß nicht, wo es ist. Ich weiß nur, irgendwo müsste es sein. Und hier unten war auch schon mal so eine Markierung. Also es kann sein, dass vielleicht da Voldis als nächstes kommt oder so. Ich bin mal ganz schwer gespannt, was noch so kommt. Und wann wir endlich nach Ergazia kommen. So. Wissen die, wo Kardan ist? Den Namen habe ich noch nie gehört. Die kennt ihn nicht. Okay. Ist wirklich ein schönes Dörfchen hier. Das Blöde ist, es gibt hier keinen Mokoko-Samen. Er kann hier gar nichts Besonderes machen, ne? Kein Beziehungscharakter. Völlig umsonst immer hier. Der Himmel ist seltsam dieser Tage. Ich habe keine Ahnung. Okay, der weiß auch nicht, wo Kardan ist. Schon nicht sein. Eigentlich gibt es hier 21 Aufgaben, heißt es. Kann es sein, dass ich irgendwas verpasst habe mit den Isteri? Wir machen erstmal die Quest zu Ende. Vielleicht kommt die Aufgabe dann ja. Südvern steht da ja ziemlich oft, aber es steht nicht die Isteri-Insel dabei oder Südseeinsel, so heißt die ja auch. Damit ich dann hier irgendwas machen könnte. Aber nee, da, ich bin jetzt schon auf Seite 6 von 11. Das ist halt ein bisschen schade, dass man nicht genau... Achso, doch hier oben könnte man sagen. Isteri. Seht ihr? Sieht man nichts. Oder Südseeinsel haben sie gesagt. Ups. Wer schreiben kann, ist kleinen Vorteil. Nee. Gibt es keine täglichen Aufgaben. Keine Ahnung, wann die Aufgaben hier kommen. Na, suchen wir mal weiter Kardan. Wenn ihr wollt, dass ich ins Dungeon gehe, ne, dann sagt Bescheid. Ne? Ihr könnt natürlich auch mal sagen, ey, mach doch bitte mal ein Chaos-Dungeon hier auf deinem Level oder versuch doch mal einen Wächter-Raid auf dem Level, wo du gerade bist oder sowas. Ne? Also ihr könnt gerne fragen, wenn ich ein bisschen mehr Action machen soll, aber ich bin halt lieber auf Story unterwegs. Ihr könnt natürlich auch die Kamera einschalten mit Gari-Punkten. Ihr könnt Witze anfordern mit Gari-Punkten. Einfach gucken, followen und dann Witze anfordern. Und mit dem lila Kreis. Zum Beispiel. So, die Fragen, die Witze sind dann so in etwa wie, was machen Mathematiker im Garten? Wurzeln ziehen. Ja, so in etwa ist das Witzeniveau. Ja, also... Manchmal ganz schön dünn. Okay, tief. Flach. Das Niveau ist flach, ne? Nicht dünn. Ich mach mal weiter hier. Hä? Wer? Keiner kennt Kardan. Das ist doch nicht zu glauben. Du suchst einen Mann mit langem, silbernen Haar? Ja. Silbernes Haar, silbernes Haar. Oh, der Mann, der nie spricht. Aber ist er noch auf der Insel? Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ich erinnere mich nicht mehr richtig. Wo habe ich ihn doch gleich gesehen? Ja, wo denn bloß? Oh, ich weiß jetzt, von wem du da redest. Aha, sie weiß mehr. Der Fremde mit silbernem Haar. Wo ist er jetzt? Dieser Tage lässt er sich hier nicht mehr viel blicken. Oh, Cindy. Cindy sollte wissen, wo er ist. Eine Zeit lang klebte sie dem Fremden praktisch an den Fersen. Frag Cindy. Und wo ist Cindy? Cindy spielt Verstecken. Oh, stimmt ja. Ich bin dran. Oh Mann, Cindy versteckt sich echt gut. Ich wette, sie versteckt sich irgendwo, wo sie niemand finden kann. Ich finde sie für dich. Wirklich? Gut. Das erspart mir die Mühe. Ich werde sie alle finden. Dann finden wir sie mal alle. Ich bin mir sicher, dass wir auch Cindy im Handumdrehen finden. Okay. Alles klar. Beginne auf der Stelle mit der Suche. Gut. Search and destroy. Ah, nee. Search und frag nach. Nach Kardan. So, was haben wir denn hier?
hinterm Turm. Ach, du kannst keinen Erwachsenen bitten. Wie, ich darf nicht mitspielen? Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich muss aber die Information haben, wo Kadan ist. Woher wusstest du, dass ich hier bin? Ich habe Augen wie ein Adler. Mit Brille. Dioptrienstärke 6. So, nein. Ich habe nur 2 Dioptrien. So, wer ist es? Oh nein. Ist gar nicht so einfach, Kadan zu finden. In der Kiste hier, oder? In dem Fass. Ach, komm schon. Dabei war ich mir dieses Mal doch so sicher. Cindy ist im Fass. Das ist unfair. Du hast gesagt, du erzählst niemandem von mir. Wie konntest du mich finden? Du hast unser Spiel ruiniert, das ist unfair. Ich muss dich was fragen. Meine Mutter hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Also werde ich so stumm bleiben wie ein Geist. Ich bin eine Ritterin des Königs von Luterra und Artetinerin. Verdächtig. Großartige Leute müssten nichts sagen, um ihre Großartigkeit zu beweisen. Man spürt es einfach an ihrer Energie. Wie zum Beispiel bei Herrn Navinos. Navinos? Wo ist er? Du kennst Herrn Navinos? Das ist Kadan, ja, dem sein Schwert hieß Navinos und das hat er sich als Tarnname gegeben. Wir sind also ganz nah auf den Fersen. Das ist ja gleich doppelverdächtig. Warum suchst du nach ihm? Ich brauche Herrn Navinos Hilfe. Seine Hilfe? Wie sollte der Herr Navinos denn einer Ritterin des Königs von... Warte, sag's nicht. Ja, Navinos ist... Ich wusste es doch. Herr Navinos ist ein Prinz, der unter uns einfachen Bürgern lebt und seine Identität verbirgt. Ich wusste, dass er ein Prinz ist. Ich wusste es einfach. Nein, Navinos ist ein Sternenbote. Wow. Herr Navinos ist ein echter Sternenbote, der die Welt beschützt? Du lügst mich nicht an, nur weil ich ein Kind bin, oder? Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, das macht Sinn. Er könnte wirklich einer sein, weil er so gut aussehend ist. Okay, ich bring dich zu ihm. Aber bevor ich das tue, oh, schon wieder eine Bedingung. Ich bin erst 10 Jahre alt und muss meine Mutter fragen. Wenn sie dich kennenlernt, bist du keine Fremde mehr, verstanden? Folg mir. Gut, das macht Sinn. Einfach mit dem Kind hier über die Insel laufen ist vielleicht wirklich nicht so gut. Fragen wir erstmal die Mutter. So, wo ist sie denn? Da ist sie. Wen hast du mitgebracht, Cindy? Die Ritterin von Luterra. Und wer bist du? Warum hast du Cindy verfolgt? Ich bin auf der Suche nach jemandem und brauche Cindys Hilfe. Meine Tochter ist klug wie ihre Mutter, aber die Berge sind gefährlich. Der Himmel ist auch seltsam gefärbt. Und dieser gut aussehende Mann am Fuße des Berges kommt mir verdächtig vor. Und du siehst auch verdächtig aus. Ich bin eine Ritterin des Königs von Luterra. Ich dachte doch, dass du mir bekannt vorkommst. Bist du die Heldin, von der alle reden? Oh, wow, du bist wirklich die Person, die ich in der Zeitung gesehen habe. Aber warum willst du zum Berg? Ich bin auf der Suche nach Navinos. Oh, der berühmte Söldner? Cindy klebt ihm förmlich an den Lippen. Sie folgt ihm ständig, egal wie oft ich ihr sage, dass sie das nicht tun soll. Er wirkt kalt, gleichgültig, als ob ihm egal ist, was in der Welt vor sich geht. Es überrascht mich, dass jemand wie du hier ist, um jemanden wie ihn zu finden. Jo, und damit haben wir die Südseeinsel abgeschlossen. Und die nächste Folgequest. Boah, das dauert noch, bis wir nach Egerzia kommen. Das nochmal nicht, die blau schimmernde Klinge. Und die müssen wir auch noch machen. Uiuiui. Sagt doch mal, alle, die hier eingeschaltet haben, ihr schaltet ihr ein und aus und kommt rein und geht wieder raus. Spielt ihr noch Lost Ark? Spielt ihr auch Story? Seid ihr schon auf Egerzia? Quatsch doch mal ein bisschen mit mir. Da ich jetzt weiß, wer du bist, darfst du mit Cindy zum Berg gehen. Aber ihr müsst vor Sonnenuntergang zurückkommen, okay? Okay. So, jetzt finden wir endlich raus, wo er ist. Aufregend. Finde ich aber auch. Hätte nicht gedacht, dass Mama es erlaubt. Das ist ja echt toll.
Finde ich auch. Suchen wir Herrn Navinos. Okay. Oh, wir sollten Blumen für Herrn Navinos pflücken. Was soll man denn da jetzt Blumen mitnehmen? Sein Haar glänzt und ist silbern und schön. Nee, ist klar. Blumen pflücken. Ja, friss meine Klinge. Friss meine Klinge. Was für ein toller Tag. Also das finde ich ja so faszinierend bei Lost Ark, ja? Die ganzen NPCs, die so rumstehen, das geht nach Wern, also Vorsicht. Die reden mit einem, die haben eine schöne Sprachausgabe, die bringen, ja, wie sagt man, das Leben in die Bude, ja, Leben ins Gebiet. Aber wenn du dann mit einem Quest-NPC redest, hat der immer nur den ersten Satz. Warum können die das nicht mal durchziehen und die alle Sätze übersetzen mit Sprachausgabe? Okay, dann gehen wir mal in die Berge. Vielleicht finden wir jetzt Kardan. In dem Moment, als ich Herrn Navinos sah, war sie weg. Okay. Also auch wenn ihr das hier irgendwann mal als Aufnahme auf YouTube seht, ne, dann könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Wusste ich, dass es Schicksal war. Die läuft durch den Berg. Sag meiner Mama nichts davon, okay? Ja, ja, passt schon. Blumen. Hilf mir, welche zu pflücken. Okay, welcher Mann mag Blumen? Ich habe einen Kaktus auf dem Fensterbrett. Das ist okay. Ah, Ganesas spielt jetzt Diablo. Lost Ark abgebrochen. Mit welchem Item-Level? Warst du schon auf Ergazia? Warst du schon auf Südwern, auf Rowen? Oder mittendrin abgebrochen? Hast du viele Legion-Raids gemacht? Also, tja, das mache ich ja zum Beispiel nicht. Ich mache ja nur die Story, dann höre ich auch wieder auf. Also ich warte immer nur auf die neuen Kontinente, spiele die Story dann davon durch und höre dann wieder auf. So, und ich spiele natürlich auch morgen wieder Diablo 4 hier auf dem Kanal, ne? Also wir haben hier auch Diablo 4 Time Paragon Level, ja, keine Ahnung, 51 bin ich auf jeden Fall schon. Und Akt 5 wird als Story durchgespielt oder weitergespielt morgen. Montags Elder Scrolls Online. Und am Wochenende werde ich wohl ein bisschen Guild Wars 2 zocken. Da ist ein neues Add-on angekündigt. Seit gestern, es kommt das vierte DLC, die vierte Erweiterung von Guild Wars 2 raus. Und ich bin gerade am Ende der zweiten Erweiterung. Ich muss noch die dritte mit dem Drachen machen. Und im August kommt schon die nächste. Die sind doch crazy. Einfach mal so zwischendurch gedroppt gestern die Info. Ja, Guild Wars 2 hat auch ein neues Add-on. Ja, nee. Und wir müssen noch irgendwann auch World of Warcraft weiterspielen. Also ihr merkt schon, ganz, ganz viele Spiele. So, jetzt Cindy, wo ist er denn jetzt, der Kardan? Nicht der Rede wert, ungefähr maximal 5 Stunden. Ach so, wenn man nur 5 Stunden gespielt hat, dann hat man ja noch gar nichts gesehen von Lost Ark. Das geht. Ja, und denkt dran, ne? Wenn ihr hier lange zuguckt und Follower seid, dann kriegt ihr Gari-Punkte und die Gari-Punkte könnt ihr unten eintauschen. Damit könnt ihr Kameras einschalten und alle möglichen Krimskrams machen. Ja, ihr könnt mit dem Soundmanager und den Bits hier auch lustige Geräusche ins Video machen oder halt Sticker aufkleben. Also ihr könnt hier richtig interaktiv mitmachen bei mir. So, jetzt aber Cindy. Kanellablumen bringen dir Glück. Boah. Ich glaube, da ist eher irgendwas drin. Lachgas oder so. Darum sind sie so schwer zu finden. Riechst du ihren Duft? Ist er nicht schön? Kanelbaumblüten sind die wunderbarsten Blumen der Welt. Guck mal, jetzt werden die ganz anders geschrieben als eben. Das ist die Übersetzung echt. Ich habe noch nicht viel von der Welt gesehen, aber trotzdem. Sie werden ihm sicher gefallen, meinst du nicht? Ja, Navinos wird sich freuen. Ja, gute Güte, sieh sie dir an, so hübsch. Ich habe das Gefühl, dass heute etwas Gutes passiert. Haha, gehen wir. Ich glaube nicht, dass wir da durch können. Hier lang. Hä? Ich bin da zu dick für, glaube ich. Einfach mir nach. Ja, wie? Nee, Moment. Sag ihr, ein wenig zu warten. Aber auf dieser Seite... Da stand, sag ihm ein wenig zu warten. Ja? Also, es ist doch eine I. Ne? Sag ihm. Die Übersetzung, die ist echt nicht so gut gelungen. Naja, gut, dann gehen wir einen anderen Weg.
So. Mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Ganesas ist also jetzt Diablo-süchtig. Okay, was hast du eigentlich bei Diablo nochmal für einen Charakter? Welches Level hast du erreicht? Wow, wie cool, dass du diese Klippe erklimmen kannst. Aber Herr Navinos ist trotzdem cooler. Auf jeden Fall. Komm, wir sind fast da. Machen wir eine Pause? Bist du schon müde? Bist du sicher, dass du eine Heldin bist? Du hast doch nicht gelogen, oder? Okay, in der Zwischenzeit singe ich dir ein Lied vor, das ich von ihm gelernt habe. Hilfe, nein, bitte nicht. Er sagte, ich solle es nicht mit anderen teilen, aber da du die Kanelbaumblüten gesammelt hast, singe ich es dir vor. Oh, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Na, na, na. Na na na, na na na, na 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 na. Okay, hat ja gar nicht so weh getan, wie ich gedacht hätte. Wir sind da. Wunderbar. Herr Navinos wohnt da drüben. Oh, er ist draußen. Hallo, Herr Navinos. Endlich, wir haben ihn. Was für eine Zwischensequenz. Das war bombastisch, oder? Was war das denn jetzt für eine Zwischensequenz? Okay, schön. Ich glaube, sie hat ihn. Wir haben einen Gast. Du. Hab dich noch nie gesehen. Seit wann redet er so viel? In den ganzen Rückschauen, die wir bis jetzt hatten, haben wir noch nie reden gehört. Sternbote Kadan, ich kam her, um dich zu finden. Ich bin... Söldner Navinos, ich kam her, um dich zu finden. Ich bin... was nehmen wir? Wir nehmen... Sternbote Kadan. Der Mann starrt dich kalt an. Und... fertig. Fremde kommen aus zwei Gründen zu mir. Der Sternbote der Insel, eine neue Quest. Um mich zu töten oder um bei dem Versuch zu sterben. Nein, ich möchte Hilfe. Du sollst doch nicht immer so unheimlich reden. Du auch. Du sollst doch nicht immer so unheimlich reden, du auch. Macht auch wieder keinen Sinn, dass der sagt, du auch. Darum hat er in der Nähe keine Freunde. Aber wir wissen, wie man mit ihm umgeht. Tada! Diese Kanelbaumkrone sollte funktionieren. Blütenkrone wäre richtig gewesen. Wir sollten sie gemeinsam flechten und sie ihm dann aufsetzen. Sternbote Kadan Blumen aufsetzen? Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Es wird funktionieren, versprochen. Jeder liebt Blumen, selbst ein mürrischer Mann wie Herr Navinos. Flechten wir eine Blumenkrone. Blütenkrone. Sie wird ihm sicher gefallen. Wir haben hier jede Menge Kanelbaumblüten, also brauchen wir Stiele und lange Zweige wie diesen hier. Oh, der ist gut. Und wie der hier und der hier. Verstanden? Was machst du? Folge mir. So, dann ja, jetzt sehen wir den nicht mehr. Jetzt ist er bestimmt gleich weg, wenn wir zurückkommen. Hat er sich wieder versteckt. Hier. Okay. Was ist hier? Ah, noch mehr Zweige. Sehr schön. So ein Riesenast in die Krone reinpacken. Jawohl. So einen ganzen Baumstamm als Krone. Nicht schlecht. Wird ganz schön schwer, die Krone.
Wieso hat er so ein Brett am Kopf? Also das hier. Da kriegt er jetzt am Kopf und dann werden da ein paar Blumen drauf getackert. Geil. Sieht zu groß aus. Ach, zusammen. Sagen sie sogar, sieht zu groß aus. Okay. Da war ich jetzt wieder ein bisschen zu früh lustig. Wir nehmen doch nur die kleinen Dinger. Sehr gut. Das war schnell. Also, du nimmst die hier und legst sie so hin und dann so und dann verbindest du sie einfach. Das schaffst du doch, oder? Ja, wolltest du sie nicht flechten? Was? Komm schon, streng dich mal was an. Das geht. Dann geht es schneller. Vielleicht sollte ich das auch mal versuchen. Ich glaube nicht, dass sich Herr Navinos jemals langweilt. Er kommt nie runter ins Dorf. Ich mache mir Sorgen. Mama sagt, es ist gefährlich, alleine in den Bergen zu leben. Aber er ist ein Sternenbote. Das heißt, er wird sich nicht verletzen. Richtig? So, und die Krone ist fertig. So, noch einmal vollenden hier das Ganze und... Wow, bist du fertig? Ja. Du bist super. Ja, danke schön. Ich habe etwas für dich. Das ist mein Geschenk an dich. Und was ist das? Das ist eine Grashüpferflöte. Ich habe sie aus Gras gebastelt, während du an der Blumenkrone gearbeitet hast. Herr Navinos hat mir gesagt, wie man das macht. Halt sie einfach fest und blase so rein. Ich höre Grashüpfer. Macht Spaß, oder? Willst du es probieren? Ja. Ich puste so mit meinen Lippen und... Wie du dabei aussiehst. Damit scheinst du echt Probleme zu haben. Das hat sich nicht gut angehört. Herr Navinos weiß so unglaublich viele Dinge. Er kann Tee aus Blättern kochen. Und du solltest mal sehen, wie er Bäume fällt. Ich bin die Einzige im ganzen Dorf, die weiß, wie man eine Grashüpferflöte bastelt. Er brachte das nur mir bei. Das heißt, dass wir richtig gute Freunde sind, stimmt's? Vielleicht sogar beste Freunde. Ja, es klingt, als ob ihr gute Freunde wärt. Er wirkt kalt, aber das ist er gar nicht. Er hat jede Menge kleine Geheimnisse. Dinge, die nur ich weiß. Wenn man sich bei seiner Hütte versteckt, kann man alles sehen. Du bist gut im Verstecken? Du weißt es vielleicht nicht, aber ich bin die beste Versteckerin der Welt. Mich kann niemand finden. Naja, ich war noch nie woanders als auf dieser Insel, aber jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die Beste bin. Oh, die Sonne geht bald unter. Mama wollte, dass wir vorher zurück sind. Schnell, geh zu ihm. Du musst ihm die Blumenkrone schenken. Ach, der ist doch schon gar nicht mehr da. Ich bin so gespannt, ob wir heute noch nach Elgazia kommen. Und Minion Negro Level 51. Du bist ja genauso weit wie ich, Ganesas. Ja, da bin ich morgen mal gespannt. Vielleicht guckst du ja morgen dazu. Sehr nett von dir. In deinen Haaren ist ein Blatt. Okay. Kadan wirkt unnahbar. Ich glaube, der will nicht, dass wir dem die Krone aufsetzen. Cindy, geh zurück ins Dorf. Oh. Aber ich bin doch gerade erst angekommen. Jo, ich versuch's noch mal. Bis jetzt klappt's nicht. Ja, so, jetzt gebe ich sie ihm. Machst du Witze? Er ist nicht begeistert. Es ist schön. Du bist nur gemein. Okay. Oh, vielleicht hat er einfach keine Ahnung von schönen Dingen. Es tut mir leid. Ich schätze, sie gefällt ihm nicht so gut. Aber ich werde die Blumenkrone aufsetzen. Sie wird mir perfekt stehen. Danke für deine Hilfe. Ich wusste, dass das mit der Blumenkrone nicht funktionieren würde. Das wusste ich eigentlich, aber man möchte das Kind natürlich nicht schocken, ja. Die Realität des Lebens wird es noch früh genug lernen. Also danke für deine Hilfe. Ach, verflixt, ich sollte jetzt runtergehen. Du musst nicht auf mich aufpassen. Ich bin kein Kleinkind. Ich kenne mich mit den Bergen aus. Dummer Herr! So, und weg ist sie. Ich komme morgen nicht, hat sie noch gesagt, auch wenn ihr es nicht gelesen habt oder gehört habt. So, jetzt aber. Ich bin mit Navinos allein. Jetzt kann er kämpfen. Also für uns gegen die Dämonen, meine ich, ne? So, fertig und...
Kardan starte ich an. Jetzt ist er endlich Kardan. Blau lodernde Klinge, da ist die Quest. Ich glaub's ja nicht. Endlich sind wir an der Quest, auf der wir die ganze Zeit warten. Sprich mit Kardan. Er ist ein Beobachter und ein Beschützer, der die Welt unter einem geheimnisvollen Pseudonym durchwandert. Navinos. Er kämpfte verzweifelt, um die Welt zu beschützen. Aber seine Taten sind schon längst zu Legenden geworden. Der Schwertkämpfer, der sein Leben als eine lodernde blaue Flamme verbracht hat, wohnt nun auf einer kleinen Insel in der Nähe von Südvern. Doch sein Beschützerinstinkt hat ihn noch immer nicht verlassen. Aber was beschützt er jetzt? Die Gebäude? Wunder der Natur? Und Leute, die er früher beschützt hat, sind allesamt zu Staub zerfallen. Wofür lebt er jetzt noch? Okay, nicht schlecht. Warum bist du zu mir gekommen? Nineveh sucht nach dir. Und Shandi, eigentlich alle beide, ne? Nineveh, ist sie erwacht? Am Ende konnte sie also die Schmerzen von diesem Tag ertragen. Aber du hast etwas Beunruhigendes mitgebracht. Du hast den Schweif nicht einmal bemerkt. Nach all dieser Zeit. Was war das? Brennende Insel. Was ist hier? Die brennt. Das ist sehr heftig. Und bei mir ist alles nass. Ich habe nämlich gerade meine Cola ausgeschüttet. Sehr schön. Ist so gerade so am Rand des PCs am runterlaufen. Ich glaube nicht, dass es nach innen gelaufen ist, aber na, das... please hold the line kurz mal. Nee, Moment. Letzter ist ganz hinten. Motherboard ist auch weit weg. Ah, wenn, dann werden die LEDs ein bisschen feucht. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Eieiei. Da brennt die ganze Insel und bei mir wird schon Wasser gelöscht auf dem PC.